Ja. Also mein erster Gedanke entlang dieses Videos war, ehrlicherweise, wie muss es einer Frau gehen, die jetzt am Monatsende die letzten übrigen Euros zusammenzählt und überlegt, was sie streichen muss, damit ihre Kinder eine warme und gesunde Mahlzeit bekommen können und insbesondere natürlich eine alleinerziehende Frau mit wenig Einkommen. Also diese Aussagen waren natürlich schon weit weg von den Lebensrealitäten dieser Frauen. Das muss man wohl eindeutig festhalten. Aber was bisher untergegangen ist, und deshalb bin ich sehr dankbar für die Frage, ist ja ein anderer zentraler Satz, dass einiges von dem, was da insinuiert wird, ja gar nicht eben umsetzbar ist. Warum? Weil wir Grüne regieren und wir sind eben da oder dort unterschiedliche Parteien, das ist bekannt. Und mir ist wichtig, dass wir nicht nur drauf hören oder schauen, was vielleicht unachtsame Aussagen waren oder manche wohl sagen Parolen, dass es aber auch eine Achtsamkeit gibt, welche Entscheidungen dann wirklich getroffen werden, nämlich die, und da ist wieder sehr viel Gemeinsames, bitte, die Kinderarmut im Speziellen, aber Armut überhaupt bekämpfen. Und ich lasse die Gelegenheit nicht aus, auf Folgendes hinzuweisen. Also erstens mal, was nicht umgesetzt wird, aber vielmehr, was umgesetzt wird. Und das ist ja das Entscheidende im gemeinsamen Regieren. Und da ist ganz viel Positives passiert. Die Zeiten sind schwierig, wir wissen es, die Teuerung und so weiter, aber das Paket gegen Kinderarmut kann sich mehr als sehen lassen. Gerade für Alleinerziehende mit wenig Einkommen bringt das über 3.000 Euro in diesen eineinhalb Jahren, wo wir jetzt das Programm gestartet haben. Wir haben begonnen mit einem Kindermehrbetrag, der vorher schon eingeführt wurde, da geht es auch darum, um Familien, Alleinerzieherinnen mit wenig Einkommen von 250 auf 700 Euro. Das ist nicht klein, das ist groß. Und wer das kleinredet, glaube ich, hat selber ein Überheblichkeitsproblem, weil das ist für die betreffenden Menschen, in der Regel Frauen, sehr, sehr viel Geld. Und jetzt kommt es erst. Viele dieser neuen Leistungen, aber auch der alten, Österreich ist ein Sozialstaat, Gott sei Dank, dieser Sozial- und Familienleistungen, wichtig eben für beide Parteien, jetzt valorisiert werden. Das heißt, entlang der Teuerung abgesichert, was gerade in diesen Zeiten sehr wichtig ist. Warum sage ich das? Jahrzehntelang wurde darüber geredet und es wurde nie gemacht. Diese Regierung hat es gemacht. Und das halte ich für entscheidend. Und in der zweiten Frage, die dort mit hervorgekommen ist, nämlich jener der Teilzeitarbeit von Frauen, arbeiten wir jedenfalls tatsächlich heftig dran, jeden Tag eigentlich, dass die Möglichkeiten für Frauen verbessert werden, nämlich dahingehend, dass es echte Wahlfreiheit gibt. Echte Wahlfreiheit für die so wichtige Frage der Kinderbetreuung. Und da, glaube ich, ist jetzt ein guter Anlass, dass noch mehr weitergeht. Da sind wir vor allem entlang der Bundesländerunterschiede, sieht man ja, dass man da viel tun kann, aber wir auch als Bundesregierung viele Mittel bereitstellen. Und es hat ja der Kanzler selbst angekündigt, dass wir so vorgehen wollen. Und jetzt ist das auf den Boden zu bringen. Hauptsache, es passieren die Verbesserungen und da kommen wir jeden Tag weiter. In kleinen Schritten, aber auch manchmal in ganz großen, wie die besagte Valorisierung. Und das ist das, was für mich zählt.